Hi, hier ist Kira von dem YouTube-Kanal Ballett mit Kira. Und in diesem Video geht es darum, wie man sich gut auf eine Ballettprüfung vorbereitet. Ich selbst tanze Ballett nach dem Lehrplan der Royal Academy of Dance. Und dort ist es so, dass man verschiedene Ballettprüfungen machen kann. Das läuft immer so ab, dass man Übungen an der Stange hat, Übungen in der Mitte und dann auch noch Solotänze. Und das sind alles vorher festgelegte Übungen. Das heißt, in der Ballettstunde macht man genau diese Übungen. Übt die, perfektioniert die und dann zeigt man die in der Prüfung vor. Und dann kommt entweder eine Prüferin oder momentan wie Corona ist es dann per Video. Auf jeden Fall guckt sich dann jemand genau diese Übungen und diese Tänze an, bewertet die nach verschiedenen Kriterien und am Ende bekommt man dann eben eine Gesamtpunktzahl. Und in der Royal Academy of Dance ist es so, dass wir dann entweder Bronze, Silber oder Gold bekommen, je nachdem wie viele Punkte wir dann halt haben. Natürlich kann man auch durchfallen. Das ist aber bis jetzt in meiner Ballettschule noch nie vorgekommen, weil meine Ballettlehrerin immer sehr gut darauf achtet, dass wir gut vorbereitet sind. Aber natürlich gibt es auch viele Sachen, die man als Ballettschüler selbst machen kann, um sich gut auf eine Ballettprüfung vorzubereiten. In diesem Video wird es genau darum gehen und ich habe dazu vier verschiedene Einteilungen vorgenommen. Einmal, was man machen kann 4 Wochen vor der Prüfung, dann eine Woche vor der Prüfung, einen Tag vor der Prüfung und an dem Tag der Prüfung direkt vor der Prüfung. Natürlich müsst ihr nicht alles daraus machen und ich mache auch nicht immer alles, aber ich wollte einfach mal so einen großen Pool schaffen an Sachen, die euch vielleicht helfen kann, um euch für die nächste Ballettprüfung besser vorzubereiten. Was könnt ihr machen, wenn die Prüfung in etwa 4 Wochen ist? Als allererstes, das ist das Offensichtliche, ist die Choreografien gut lernen. Dass man weiß, die Übungen, wie gehen die, welche Schritte habe ich, was kommt in welcher Reihenfolge. Das Typische, da könnte ich ein Video allein darüber machen. Vielleicht so ein paar Tipps. Schreibt auch mal eure guten Tipps, die ihr habt für die Choreografie zu lernen, in die Kommentare. Meine Tipps hierfür sind vor allem, erstens die Choreografie so gut können, dass man die ohne Musik machen kann. Das heißt, wenn man sich jetzt einfach mal eine Übung rausnimmt, sich hinsetzt, mal die Augen schließt und ohne Musik, ohne alles einfach mal überlegt, welche Sachen muss ich jetzt machen und könnte ich die Choreografie tanzen, ohne dass irgendjemand anders dabei ist, ohne dass die Musik da ist, einfach, dass ich im Kopf weiß, welche Schritte wann kommen, welche Arme dazu gehören, wie der Blick dazu ist, alles Mögliche. Dann, was man auch gut machen kann, ist die Choreografie einfach zu tanzen. Am besten natürlich alleine, zu zweit oder in einer größeren Gruppe ist halt immer so, dass man dann sich ein bisschen an den anderen orientiert und sich nicht so selbstständig auf sich selbst fokussiert, sondern halt eben so ein bisschen die anderen hat zum Führen. Ich mache es dann einfach so, dass ich mir die Musik anmache, gerade bei der Royal Academy of Dance kann man auf YouTube die Musik finden. Man kann auch auf YouTube, das ist auch ein Tipp, sich die Choreografien erstmal angucken, wie andere Leute das machen, da ein bisschen Inspiration holen oder wenn man nicht mehr genau die Reihenfolge weiß, dann nachgucken und es dann mit den Videos lernen. Wobei hier immer Vorsicht geboten ist. Natürlich sind die Tänze auf YouTube meistens schön und die Leute geben sich auch Mühe, aber es kann halt immer sein, dass ein Fehler drin ist. Und dann ist halt die Gefahr da, dass man sich diesen Fehler merkt und denkt, man müsste es auch machen. Also mit Vorsicht genießen, aber man kann auf jeden Fall die Musik bei diesen Videos benutzen, dann den Bildschirm wegdrehen, sich in den Raum stellen. Und entweder mittanzen oder wenn der Raum zu klein ist, einfach ein bisschen die Armbewegung mitmachen und im Kopf vorstellen, was man machen würde. Und so dann die Choreografie lernen. Wie gesagt, eure Tipps in die Kommentare. Der nächste Tipp ist, sich aufzuschreiben, wie jede Übung beginnt und wie sie endet. Besonders an der Stange ist dann unterschiedlich. Manchmal steht man in Brava und macht zum Beispiel ein Port de Bras und legt dann den Arm auf die Stange. Oder man steht einfach nur so da, hat schon vielleicht einen Arm auf der Stange. Manchmal atmet man vorher, manchmal hat man ein Port de Bras. Das ist dann immer unterschiedlich und auch das Ende. Manchmal geht man einfach runter und steht. Manchmal geht man vielleicht runter, hat einen Arm an der Hüfte, einen anderen, um sich so zu präsentieren. Manchmal hat man vielleicht die Arme in der fünften. Also um dann nicht durcheinander zu kommen, auch wo man zum Beispiel bei den Übungen in der Mitte steht, wie man steht, keine Ahnung, rechts Croisé Classical Pose oder rechts Croisé in der fünften oder links oder Dégagé vorne oder alles Mögliche.
Ich finde es total hilfreich, wenn man sich aufschreibt, nacheinander, wie die Übungen heißen, wie die Übungen beginnen, wie die Arme sind, wie die Füße sind und auch wo der Blick ist und dann auch, wie die endet. Dann ist man schon mal sicher, dann weiß man, aha, was muss ich am Anfang machen, wie muss ich enden, das dann auswendig lernen und das gibt mir zumindest immer eine gewisse Sicherheit. Etwas, was ich sehr wichtig finde, ist, dass der Ausdruck, das Tanzen von einem auch zu Musik passt und dazu muss man die Musik gut kennen. Wie soll ich sagen, in einem Popsong würde man das so machen, dass man die Lyrics auswendig lernt und dann mitsingt. Geht bei klassischen Stücken nicht so gut, aber man kann da trotzdem die Musik auswendig lernen. Dazu kann man einfach die Musik oft hören, wie gesagt mit den YouTube-Videos zum Beispiel. Vielleicht kriegt man auch die Musik von seiner Lehrerin oder seinem Lehrer. Und dann diese Musik einfach oft hören, vielleicht sogar schon verbinden im Kopf mit den Übungen, die man machen muss. Einfach, dass man die Musik kennt, dass man weiß, wo ist jetzt vielleicht ein Akzent, wo ist es weich, wo ist es verspielt. Dass man einfach in der Musik weiß, was passiert als nächstes, wann kommt die Stelle, wann kommt die andere Stelle. Dass man sich in der Musik zu Hause fühlt. Was da dann auch noch ein bisschen dazugehört, ist, dass man sich Gedanken über den Ausdruck macht. Was ich dazu gerne mache, ist, dass ich mir die Musik anhöre, auch erstmal ohne den Tanz, sondern wirklich Augen zu, die Musik hören. Und dann schreibe ich mir drei Gefühle oder generell drei Adjektive auf, die für mich zu dieser Musik passen. Noch eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Ich möchte kurz Werbung für meinen Patreon-Account machen. Den Patreon-Account findet ihr in der Infokarte hier. Und bei Patreon könnt ihr mir monatlich eine Geldspende zukommen lassen, beginnend ab 2 Euro. Mir hilft jeder Euro dabei sehr. Wenn ihr also möchtet, dass ich mich weiter entfalten kann, dass ich meine Kunst weiter aufbauen kann, dann bitte werdet doch mein persönlicher Sponsor. Aber jetzt weiter mit dem Video. Bei dem Vance Printemps der Royal Academy of Dance Grade A habe ich mir zum Beispiel die drei Sachen aufgeschrieben: beschwingt, erleichtert und unbeschwert. Und das war gar nicht so meine Absicht, ich habe es einfach aufgeschrieben. Und dabei ist mir aufgefallen, beschwingt, erleichtert, unbeschwert, hat immer irgendwas mit Gewicht zu tun, was von einem wegfällt, was Leichtes, was wo die Sorgen wegfallen. Und das versuche ich da ein bisschen einzubauen. Dieser Tanz ist auch sehr auf Sprünge fixiert. Und da versuche ich mir dann wieder, wenn ich diese drei Adjektive aufgeschrieben habe oder die drei Gefühle, versuche ich mir dann, 1 bis 3 Stellen auszusuchen, wo ich genau diese Adjektive anwenden kann. Natürlich kann man probieren, wenn man weit fortgeschritten ist, auch durch die ganze Musik hinweg durch diese Gefühle auszudrücken, wenn die auch durch die ganze Musik hindurch vorhanden sind. Aber das finde ich dann, wie soll ich sagen, entweder kommt man in so einen starren Gesichtsausdruck oder es ist irgendwie zu viel, dann konzentriert man sich nicht so auf die Arme oder auf die Beine, sondern irgendwie, also ich finde es einfach am entspanntesten, am schönsten, wenn ich mir wirklich 1 bis 3 Stellen aussuche und zum Beispiel sage, okay, am Ende, da haben wir ein Tourne-Wé, nochmal zurück und nochmal ein Tourne-Wé zurück und dieser Tourne-Wé nochmal, der ist ganz besonders da. Vorher haben wir immer eine Tourne-Wé, zurück und dann Grand Jeté und da haben wir aber 2-mal, also nochmal ein Tourne-Wé. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bei dem 2. Tourne-Wé, der so besonders ist, da möchte ich besonders lachen und besonders so eine Freude, so eine Leichtigkeit, so eine Unbeschwertheit ausdrücken. Und dann könnt ihr, wie gesagt, 1 bis 3 Stellen euch überlegen, wie kann ich das ausdrücken, vielleicht indem ich lache, aber auch vielleicht indem ich, wenn das bei euch geht, wenn es so um Traurigkeit, Melancholie geht, indem ich ein bisschen den Kopf senke und eher meine Gesichtszüge entspanne. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, kann man auch ein eigenes Video drüber machen. Aber ich denke, ihr versteht so, was ich meine. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, diese Gefühle, diese Adjektive zu finden für die Musik, dann könnt ihr einfach mal bei euch im PC und auf dem Handy Gefühlliste googeln. Dann findet ihr ganz schnell eine Liste von Gefühlen, positive Gefühle, negative Gefühle und so weiter. So habe ich das dann auch ein bisschen gemacht. Und dann könnt ihr da überlegen, was passt da zur Musik und dann schreibe ich das auf. Nur so, falls ihr Probleme habt, schöne Adjektive, schöne Gefühle zu finden, die die Musik beschreiben. Dann, was jetzt noch die Technik angeht oder die Flexibilität, es ist jetzt spätestens 4 Wochen vor der Prüfung an der Zeit, nochmal die Technik, die einem schwerfällt, besonders zu üben
oder wenn man sich noch mal ein bisschen dehnen will, anfangen regelmäßig zu dehnen. Bei den Sachen, die in der Technik noch nicht so gut klappen, die Schritte, die vielleicht noch nicht so leicht von der Hand gehen, finde ich es wichtig, dass man sich nicht überlastet, also dass man nicht sagt, okay, ich muss das üben und das üben und das und das und das. Und am Ende hat man 10 Sachen, die man in 4 Wochen üben soll. Ich finde es wichtig, dass man sich 2 bis 4 Sachen aussucht, die man noch üben möchte, sich auch schon überlegt, wann man die übt, dass man nicht sagt, okay, ich bin dann irgendwann eine Woche vor der Prüfung und habe es doch nur einmal geübt, sondern dass man sich wirklich überlegt, 2 bis 4 Sachen, ich hole mal gerade meinen Zettel. Hier ist jetzt mein Zettel, den ich mir geschrieben habe. Darauf steht Arabesque, rechts und links, Pirouetten, Sprungfolge und Pas de Vals. Das bedeutet einfach, weil wir verschiedene Stellen haben, wo wir eine Arabesque halten möchten, möchte ich üben, die Arabesque lang halten zu können, sodass sie stabil ist. Ich möchte nochmal die Pirouetten üben, da werde ich einfach, das ist, bei mir habe ich festgestellt, dass es am meisten hilft, wenn ich jeden Tag mal so 1, 2, 3 Pirouetten mache vor dem Spiegel mit dem Turnboard, was ich auch letztens gekauft habe, um ein bisschen das Spotting zu üben. Also einfach Pirouetten einfach 2, 3 machen am Tag und gut ist. Die Sprungfolge will ich ein bisschen üben bei dem Avance Printemps, wovon ich schon gesprochen habe, ist eine Sprungfolge, die mir nicht so leicht fällt. Die möchte ich noch so ein paar Mal üben, dass sie einfach, dass ich weiß, was die Füße machen und mich ein bisschen mehr auf den Aufzug konzentrieren kann, weil ich bin nicht so eine gute Springerin, aber kann ich wenigstens Arme schön und alles Mögliche, damit ich ein bisschen den Fokus weg von meinen schlechten Füßen lege und mehr auf meinen Ausdruck, meine Arme. Und genau den Pas de Vals, der fällt mir ein bisschen schwer, der ist auch in dem Vals Ponton. Da möchte ich einfach nochmal ein bisschen den üben, weil meine Ballettlehrerin gemeint hat, dass ich mich zu früh drehe. Und genau, das ist jetzt mal das, was ich üben möchte. Wie gesagt, das ist auch wichtig. Ich zum Beispiel möchte, wir haben Grand Jetés drin, möchte den Grand Jeté möglichst gut machen. Und mein Tipp ist da dann spätestens 4 Wochen vor der Prüfung anzufangen, sich regelmäßig zu dehnen. Regelmäßig bedeutet spätestens jeden 2. Tag, vielleicht auch mal jeden 3., aber jeden 2. Tag ist auf jeden Fall am besten. Und dann einfach, wie soll ich sagen, zu überlegen, was man dehnen möchte, es nicht zu übertreiben, damit man sich nicht zerrt oder so, aber einfach schon mal langsam in diese größere Regelmäßigkeit zu kommen, wenn man nicht schon vorher total regelmäßig sich dehnt, aber mache ich jetzt auch nicht immer so regelmäßig. Also wie gesagt, spätestens 4 Wochen vorher sich regelmäßig dehnen, damit man da auch das Gefühl hat, dass man schön geschmeidig ist. Was kann man machen, wenn man noch etwa eine Woche hat bis zur Prüfung? Eine Sache, die ich sehr wichtig finde, die oft ein bisschen vernachlässigt wird, ist auf Mobilisation zu achten und dabei auch ein bisschen sich zu massieren, Selbstmassage oder wenn man einen Partner hat, kann man auch gerne sich von dem massieren lassen. Weil oft ist es so, habe ich festgestellt, dass fehlende Dehnbarkeit oder zum Beispiel fehlende Auswärts gar nicht so viel damit zu tun hat, dass man nicht so gut gedehnt ist oder dass man nicht so die Kraft hat, sondern auch, dass die Muskeln an sich verspannt sind. Das heißt, zur Mobilisation kann man verschiedene Übungen machen, je nachdem, in welchem Körperbereich man verspannt ist. Massage kann man zum Beispiel mit einer Faszienrolle machen oder wie gesagt mit einem Partner. Oder wenn man genug Geld hat, kann man auch sich massieren lassen, professionell. Das finde ich einfach wichtig. Da kann ich auch gerne mal ein Video zu machen, falls euch das interessiert. Aber sich einfach nicht nur zu dehnen, sondern auch zu mobilisieren, sich zu massieren, damit die Muskeln möglichst geschmeidig sind und nicht festhalten an den Stellen, wo man gar nicht will, dass sie festhalten. Was ich auch wichtig finde, was eher mental ist, ist, dass man eine positive Sicht kultiviert in Bezug auf die Prüfung. Wenn man vielleicht auch unterbewusst immer, wenn man an die Prüfung denkt, total nervös wird und denkt, oh, ich schaff's nicht oder bei dem einen Schritt, den verkacke ich bestimmt und bestimmt bin ich voll nervös und weiß nicht, was ich machen soll, vergesse die Schritte. Wenn man das die ganze Zeit denkt, vielleicht ohne bewusst das zu merken, dann hat man schnell, wie soll ich sagen, so eine angespannte Haltung zur Prüfung. Natürlich ist es unrealistisch zu sagen, ich bin total entspannt bei der Prüfung und sehe alles gelassen und mir fällt es total leicht. Aber ich finde es wichtig, dass man auch bewusst positive Punkte setzt. Was man da zum Beispiel machen kann, das wäre auch wieder ein Video für sich, ist, dass man verschiedene Grundsätze sich überlegt, die man bei der Prüfung anwenden kann und die dann auch schon vorher in den Ballettstunden am besten ein bisschen
sich zurechtlegt, aber eine Woche vor der Prüfung reicht, finde ich, vollkommen. Zum Beispiel, was ich mir gerne als Grundsatz nehme, ist, ich begegne meinen Fehlern mit Gelassenheit. Also, dass ich nicht denke, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ah, scheiße, ich wollte ja eigentlich sagen, ich gebe mein Bestes und ich werde alles gut machen, sondern dass man eher sagt, okay, ich werde Fehler machen, damit rechne ich, das ist auch okay, aber ich versuche meinen Fehlern mit Gelassenheit zu begegnen. Und wenn man das dann oft übt, auch in der Ballettstunde, aber vielleicht auch irgendwie außerhalb, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat, was falsch eingekauft hat, dann sagt, okay, ich begegne dem mit Gelassenheit und versuche dann eher daran zu denken, was kann ich jetzt machen, anstatt mich sich dann so in den Fehler reinsteigert und sich dann ärgert, dass man den gemacht hat, sondern dass man versucht, okay, ich habe den gemacht, ich versuche gelassen zu reagieren, was kann ich jetzt machen? Also es ist nämlich kein Weltuntergang, wenn man in der Prüfung oder auch bei einer Aufführung einen Fehler macht. Das passiert jedem, das sind den Prüfern, den Zuschauern auch bewusst, aber ich finde es wichtig, wenn man dann da mit den Fehlern gut umgeht, indem man zum Beispiel, wenn man aus der Pirouette gefallen ist, lacht. Bisschen, man muss nicht, aber einfach, dass einfach so ein bisschen Gelassenheit reinbringt. Und wenn man zum Beispiel, wir haben eine Stelle, wie gesagt, wo man die Arabesk lang halten muss und dann runtergeht, wenn man da vielleicht die nicht so lang halten kann, dann einfach dieses Runtergehen besonders betont, ein bisschen langsamer macht, dann hat man auch mehr Zeit, ein bisschen auf den Ausdruck zu achten. Dass man sich sagt, okay, Fehler können passieren. Ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich meine beste Leistung bringen muss, die ich bisher gemacht habe, sondern ich kann mit Fehlern gelassen umgehen. Das wäre zum Beispiel ein Grundsatz, ein Glaubenssatz. Was man sich auch einfach vorstellen kann, ist, dass man die Prüfung macht. Man ist total entspannt und gelassen und hat dann auch am Ende das so gemacht, dass man zufrieden mit sich sein kann, dass man sich einfach so ein bisschen vorstellt, dass man sich vielleicht auch überlegt, warum mache ich diese Prüfung eigentlich? Ich mache die Prüfung bei mir. Ich mache die Prüfung, weil ich ein Ziel haben will, weil ich mich auf was, ja, freuen will, auf was hinarbeiten will, wo ich dann auch extra noch ein bisschen Mühe reinstecken kann. Dann ist mir vielleicht die Prüfung an sich gar nicht so wichtig, sondern auch die Vorbereitung, dass ich in dieser Vorbereitung mir Mühe gebe und dann an der Prüfung sage, okay, ich habe mich genug vorbereitet, jetzt lasse ich es auf mich zukommen und schaue, dass ich das so gut ich kann mache, aber ich erwarte nicht von mir, dass ich das fehlerlos mache oder dass ich die beste Leistung bringe, die ich je gemacht habe. Was auch helfen kann, ist einfach mal seine Freunde zu fragen, vielleicht auch am besten die Ballettfreunde, die mit einem zusammen tanzen, was man selbst gut kann. Es fällt einem vielleicht selbst gar nicht so auf, aber die Freunde wissen es dann eher. Und dann, wenn die sagen, ja, deine Arabeske ist immer so schön, oh, du hast ein schönes Bras de Bras an der Stelle. Dass einem das bewusst ist, dass man dieses Bras de Bras dann auch sich zu Hause vorstellt oder wenn man es tanzt, besonders darauf achtet, dass man sagt, okay, daraus kann ich meine Stärke ziehen, ich weiß, das ist eine Stelle, die ich gut kann und die möchte ich auch genießen und nochmal besonders den Fokus drauf legen und da besonders meinen Ausdruck zur Schau stellen. Was auch gerade eine Woche vor der Prüfung wichtig ist, sich nicht zu überarbeiten und sehr fürsorglich mit sich selbst umzugehen. Was ich damit meine, ist besonders, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Dehnbarkeit erreichen will, dass man nicht denkt, oh, ich habe jetzt das noch nicht geschafft, ich dehne mich jetzt besonders viel. Eine Woche vor der Prüfung bringt es eh nichts, das ist zu spät. Und es kann sein, dass man dann sich eine Zerrung holt oder sonst irgendwas und das ist dann gerade so vor der Prüfung nicht so gut. Die hat man wahrscheinlich dann auch weiter Prüfung, dann ärgert man sich und ist nochmal frustriert. Man sollte auch darauf achten, dass man außerhalb der Prüfung sich nicht zu sehr überarbeitet. Guckt, dass man in der Arbeit, im Hobby, in vielleicht Beziehungen mit Freunden ein bisschen sagt, okay, ich gehe das mehr slowly an. Ich mache vielleicht da nicht meine Wochenendtour, wo ich mit meinen Freunden irgendwo hinfahre, weil das dann vielleicht ein bisschen, oder keine Ahnung, das kommt immer auch auf die Person an, woraus man Energie zieht, was einem Energie kostet. Muss man für sich selbst ein bisschen rausfinden, aber ich finde es wichtig, sich da nicht zu überlasten, sich selbst auch viel Gutes zu tun, auf Entspannung zu achten, dass man sagt, okay, ich weiß, dass mir Spazieren gut tut, dann geht man vielleicht ein bisschen öfter spazieren in der Woche vor der Prüfung oder ich setze mich hin und trinke einen Tee und gucke einfach mal aus dem Fenster oder was weiß ich, dass man das dann ein bisschen öfters macht, einfach, dass man darauf achtet, sich nicht, wie soll ich sagen, nochmal extra Stress zu machen, weil die Prüfung an sich ist ja schon Stress, sondern dass man da so ein bisschen entgegenwirkt, indem man Sachen macht, die einem gut tun und die einem Energie schenken.
dann sind wir auch schon da angelangt, was man machen kann, wenn die Prüfung am nächsten Tag ist. Eine Sache, die auch wieder wichtig ist, ist, sich nicht zu überlasten, nicht zu krassen Sport machen, damit man Muskelkater bekommt, nicht zu krass dehnen, damit man sich zieht. All diese Sachen nicht vorher eine durchzechte Nacht machen und am nächsten Tag einen Kater haben. Alles so Sachen, dass man sagt, okay, ich weiß, ich habe morgen Prüfung, dann mache ich heute alles ein bisschen slowly, damit ich morgen meine volle Kraft ausschöpfen kann. Was ich auch wieder wichtig finde, ist, dass man sich entspannt, wenn man vielleicht nochmal eine Yoga-Einheit macht, spazieren geht, einen Tee trinkt, irgendwas, wo man sagt, okay, das entspannt mich, da komme ich ein bisschen runter, da kann ich vielleicht auch an was anderes denken, vielleicht trifft man sich auch mit einer Freundin und quatscht ein bisschen, irgendwas, was einem hilft, sich nochmal mehr zu entspannen und nochmal ein bisschen einem Energie gibt. Dann, was ich auch wieder wichtig finde, ist Massage oder Mobilisation. Gerade einen Tag vor der Prüfung vielleicht nochmal, wenn man irgendwelche Hilfsmittel hat oder auch selbst mit der Hand oder einen Partner fragen, Freundin fragen, dass man sich nochmal ein bisschen massiert. Gerade im Schulter-Nackenbereich, da hält man oft sehr viel Spannung und das kann helfen, da sich nochmal ein bisschen zu lockern. Vielleicht in der Hüfte, dass man da ein bisschen zum Beispiel mit einem Massageroller, mit so einer Faszienrolle sich nochmal rollt und ein bisschen die Spannung löst. Also Sachen, dass man sagt, okay, ich versuche nochmal ein bisschen die Muskeln zu lockern, dass sie wirklich schön geschmeidig sind, wenn ich am nächsten Tag in der Prüfung bin. Und was man nicht vergessen sollte, ist sich vorzubereiten für den nächsten Tag. Das kann zum Beispiel heißen, ich suche mir schon mal das Trikot aus, was ich anziehen will. Ist es vielleicht noch gar nicht gewaschen, dann habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, das schnell zu waschen. Welche Strumpfhose ziehe ich an? Vielleicht nicht die mit den Löchern drin. Welche Schuhe nehme ich, wenn ich verschiedene Schläppchen habe? Oder ich habe zum Beispiel noch Charakterschuhe, dann gucke ich auch, dass ich die Charakterschuhe in meiner Tasche drin habe und die nicht vergesse. Ich bereite mir einen kleinen Snack vor, vielleicht zum Beispiel Traubenzucker, damit ich nochmal ein bisschen Energie bekomme. Trinken, was auch helfen kann, sind so SOS-Sachen, wie nochmal ein bisschen Nähzeug, wenn man Spitzenschuhe hat oder wenn man auch Angst hat, dass die Bändchen reißen, dass man nochmal Nadel und Faden oder ich nehme dann ganz gerne Zahnseide, weil ich das Gefühl habe, das reißt nicht so schnell, dass man sich das nochmal einpackt, dass man sich nochmal Ersatzstrumpfhosen einpackt, falls die eine reißen sollte, aus welchem Grund auch immer. Dass man sich einfach wirklich sagt, okay, ich habe die Tasche schon gepackt, da muss ich mich morgen nicht drum kümmern, habe ich auch ein sichereres Gefühl, muss daran nicht mehr denken. Falls mir noch was einfällt, kann ich sie immer noch schnell reinschmeißen. Schon mal überlegen, wenn das irgendwie die Prüfung nicht da ist, wo man normalerweise tanzt, dann woanders. Dass man sich überlegt, okay, wo muss ich langfahren? Fahre ich mit dem Zug? Fahre ich mit dem Auto? Fährt mich jemand hin? Wenn ich mit dem Auto fahre, wo kann ich parken? Also Sachen, dass man wirklich weiß, okay, ich bin vorbereitet für morgen, ich muss mir da morgen keine Gedanken drüber machen. Vielleicht schon mal einen Wecker stellen, wann ich mich fertig machen muss. Bedenken, dass ich mich vielleicht vorher noch mal ein bisschen intensiver dehnen will, ein bisschen intensiver schminken will oder sonst was. Dass man sagt, okay, ich habe dann schon den Wecker gestellt, dass ich morgen wirklich weiß, okay, ich kann aufstehen. Vielleicht in meinen normalen Alltagstätigkeiten nachgehen. Wenn der Wecker klingelt, weiß ich, aha, jetzt mache ich meine Haare, schminke mich, dehne mich vielleicht noch mal kurz und dann fahre ich los. Dass man da alles ruhig am nächsten Tag angehen kann. So, was kann man dann an dem Tag der Prüfung machen? Als allererstes versuchen, die Nerven zu behalten. Wir haben uns jetzt schon gut vorbereitet, wir haben all diese Sachen uns rausgenommen, die uns dabei helfen, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Daraus sollte man versuchen, eine Sicherheit zu ziehen. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann. Mehr kann ich nicht machen und es wird schon gut werden. Den Leitspruch, den ich mir zum Beispiel immer nehme, habe ich ja schon gesagt, ich begegne meinen Fehlern mit Gelassenheit, dass man sich den nochmal in Erinnerung ruft, nochmal überlegt, okay, wenn ich in den Prüfungen einen Fehler mache, ist es nicht schlimm, wie kann ich da gelassen reagieren, vielleicht eher ein bisschen lächeln, anstatt frustriert zu gucken und dann einfach weiter zu tanzen, dafür den nächsten Schritt besonders schön ausführen, ein bisschen mehr auf den Ausdruck achten. Vielleicht, wenn einem das hilft, nochmal Entspannungsübungen zu machen, meditieren oder Yoga oder eine Atemübung, einen Tee trinken, nochmal kurz spazieren gehen, irgendwas machen, was einem nochmal dabei hilft, runterzukommen und die Ruhe zu behalten. Dann, was auch wichtig ist, das habe ich schon mal erwähnt, rechtzeitig kommen. Es ist nicht schön, wenn man 5 Minuten vorher kommt und dann auch noch keine Ahnung, seine Sachen hinlegen muss und die richtigen Sachen anziehen muss. Plant ein bisschen mehr Zeit ein. Ich finde es ganz gut, dass man sagt, ich komme 1/4 Stunde früher, als ich sonst kommen würde.
Also wenn ich zum Beispiel bin meistens so 5 oder 10 Minuten früher da, damit ich mich noch umziehen kann, damit ich mich nochmal dehnen kann kurz vorher. Und dann sage ich, okay, ich bin jetzt nicht 5 oder 10 Minuten vorher da, sondern vielleicht 20 Minuten oder auch 25 Minuten. Dass man genug Zeit hat, dass man nicht in Panik gerät. Auch wenn zum Beispiel, wenn man mit dem Zug kommt, sollte man noch ein bisschen mehr einplanen, falls irgendwie der Zug Verspätung hat, ausfällt. Sich schon mal überlegen, wen kann ich fragen, dass er mich fahren kann, wenn der Zug wirklich ausfällt oder nächste auch und keine Ahnung was. Mit dem Auto kann passieren, dass es Stau ist. Also einfach früher kommen, rechtzeitig losfahren, damit man da nicht in Panik gerät. Direkt vor der Prüfung, so 10, 15 Minuten vorher, sollte man dann anfangen, sich ein bisschen aufzuwärmen. Nicht zu krass, auch nicht zu krass zu dehnen. Weil ich habe mal gelesen und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich extrem dehnt, also jetzt nicht überdehnt, sondern wirklich sagt, ich gehe an das Maximum, was ich kann, damit ich wirklich gut gedehnt bin, dann kann es sein, dass dadurch die Muskeln ein bisschen schwächer werden. Einfach weil die dann, wie soll ich sagen, diese Haltung haben, indem die besonders lang gedehnt werden. Und wenn man die Muskeln benutzt, ziehen die sich ja zusammen. Dann kann es sein, dass die sich nicht mehr so gut zusammenziehen können, weil die ja vorher so lang gezogen wurden. Also man sollte ein Warm-up machen, wo ein bisschen Mobilisation da drin ist, ein bisschen dehnen. Aber eben nicht an die Grenze gehen, an das wirkliche Maximum gehen, was man kann, um zu verhindern, dass man eben in diesen Bereich kommt, wo die Muskeln nicht mehr so gut arbeiten können. Ich finde es zum Beispiel wichtig, hier in der Hüfte nochmal ein bisschen mit meiner Faszienrolle mich dann da zu mobilisieren, ein bisschen zu massieren, damit ich meine Turnout, meine Auswärtsmuskeln gut aktivieren, gut benutzen kann. Das ist auch vielleicht so ein bisschen persönliche Sache, was man da machen kann. Aber 15 Minuten, 10 Minuten spätestens vorher, sollte man sich nochmal ein bisschen aufwärmen, ein bisschen mobilisieren, ein bisschen dehnen, damit man das Gefühl hat, auch gut in die Prüfung reinzugehen. Eine Sache, die ich dabei besonders effektiv finde, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ist hier die Nackenmuskeln nochmal ein bisschen zu massieren, nochmal ein bisschen zu dehnen auch vielleicht. Man denkt das gar nicht, aber das macht tatsächlich einen großen Unterschied, auch in der Dehnbarkeit von den Beinen. Es hängt ja alles zusammen im Körper. Aber gerade nochmal eine kleine Nackenmassage, 2-3 Minuten, kann echt Wunder bewirken. Und während der Prüfung sollte man versuchen, auch wenn es nicht so einfach ist, Spaß zu haben und die Freude, die Leidenschaft auch zu zeigen. Weil das ist das, was die Zuschauer und auch die Prüferinnen und Prüfer sehen möchten. Dass es mir Spaß macht, dass ich tanze, weil ich es einfach liebe. Das kann man, ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, wie man es zeigen kann, wie man es zeigen möchte. Ich versuche es dann einfach, indem ich mir diese Punkte, wo ich mir den Ausdruck gemerkt habe, dass ich da besonders den Ausdruck zeigen möchte, dass ich da wirklich alles reingebe, wenn es um Freude geht, wirklich das zu zeigen, dass ich ja, einfach versuche, mir ein paar Stellen zu suchen, wo ich sage, okay, die machen mir besonders Spaß. Und wenn ich das gut gemacht habe, wenn ich ja an ein, zwei Stellen wirklich denke, boah, das habe ich aber gut gemacht, dass ich mich da auch drüber freue, dass ich das auch wertschätze und da auch noch mal ein bisschen meine Kraft rausziehe. Was ich auch wichtig finde, jetzt nochmal so zum Schluss, ist sich danach zu belohnen. Denn man hat viel Zeit da reingesteckt, viel Energie da reingesteckt, auch viel mentale Kraft reingesteckt. Und dann sollte es auch selbstverständlich sein, dass man sich danach belohnt. Kann man sich schon vorher überlegen, wie man sich belohnen will. Vielleicht geht man mit seinen Freundin mit seinen Tanzkollegen was trinken, was essen, keine Ahnung. Oder man sagt, ich lege mich danach in die Badewanne und genieße den Abend. Dass man irgendwas sich überlegt und man sagt, ja, das würde mich wirklich freuen, dass man das auch schon vorher sagt, okay, nach der Prüfung, egal wie es gelaufen ist, mache ich genau das. Weil auch wenn es nicht so gut gelaufen ist, ich habe mir die ganze Zeit vorher immer in der Ballettstunde Mühe gegeben. Ich habe mir überlegt, wie kann ich mich vorbereiten. Ihr habt dieses Video bis hierhin geguckt, um euch zu überlegen, wie man sich gut auf eine Ballettprüfung vorbereiten kann. Das ist eine gute Leistung. Dafür habt ihr Respekt verdient und solltet stolz auf euch sein. Auch wenn ihr ein paar Fehler gemacht habt und vielleicht mega nervös wart, belohnt euch, tut euch was Gutes, denn das habt ihr euch verdient. Dann sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Punkte rausziehen, die euch bei eurer nächsten Prüfung helfen. Wenn ihr noch Tipps habt, schreibt die bitte in die Kommentare, das hilft mir sehr. Ich habe ja bald Prüfung, vielleicht kann ich davon noch was anwenden. Hilft bestimmt auch den anderen Zuschauern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat,
dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr jemanden kennt, der bald eine Prüfung hat, teilt es doch, damit derjenige auch davon profitieren kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!